Drei, zwei. Was wollt ihr noch von mir? Eine Partie Schach? Psst. Ich bin's. Was willst du? Ich will dir helfen. Warum denn das? Ich habe meine Gründe. Erzähl mir alles über August. Ja, Freunde, und damit Hallihallo im nächsten Teil. Ja, ausbrechen geht schlecht, aber wir bekommen Hilfe. Warum denn? Erzähl mir, was passiert ist. Was passiert ist? Mit August. Ich liebte ihn. Wir wollten heiraten. August? Ah, Bellinger. Nun, wir liefen die Straße hinunter zu meinem Zeppelin. Plötzlich tauchte ein blauer Wagen auf. Ein Fenster ging auf und jemand ballerte sein ganzes Magazin auf uns. Ich zog meine Waffe und feuerte los. Bellinger fiel zu Boden. Er muss ungefähr 5 Kugeln abgekriegt haben. Das ist Onkels Werk. Er konnte August nicht ausstehen. Und er wusste, dass wir heiraten wollten. Ja, daher eben auch die Information von mir, dass er mit 5 Kugeln da vollgepulvert wurde. Naja, okay. Dein Onkel ist ja ein nettes Früchtchen. Du musst hier verschwinden. Sonst bringt er dich um. Du solltest auch verschwinden, denn wenn ich weg bin, fällt der Verdacht schnell auf dich. Ist doch egal. Mir ist jetzt alles egal. Sag nicht so etwas. Geh in meine Wohnung, dort bist du sicher. Aber ich... Kein Aber. Reginald Avenue 12. Dort versteckst du dich. Wie heißt du eigentlich? Elizabeth. Du bist sehr schön, Elizabeth. Ach ja, der Schlüssel liegt unter der Fußmatte. Verstanden. Weißt du die Adresse noch? Ja. Dann geh bitte. Und vielen Dank, Elizabeth. Ich würde mal gerne wissen, wie der die sehen kann, aber okay. Zack. Zack. So, dann geht's raus. Und hier geht's dann erst einmal wieder ins Büro von Scaletti. Alles Paletti, Scaletti. Und da haben wir erstmal hier sowas. Ha, die Unterlagen. Scaletti scheint sie vergessen zu haben. Darin liegen alle Beweise, die ich brauche. Die nehmen wir natürlich mit. Und unseren Revolver nehmen wir wieder mit. Und das war's. Dann können wir hier raus. Durch den Hinterausgang dann raus. Die Tür hier ist abgeschlossen. Genau, da oben ist aber jemand. Der Typ sieht gefährlich aus. Oder besser gesagt, seine Knarre. Ja, genau. Den müssen wir jetzt irgendwie loswerden. Und um das zu erreichen, haben wir hier unten ein nettes kleines Ventil. Der wird noch einige Stunden den Boden pflegen. Jetzt muss ich Scaletti einen neuen Gatten besorgen. Oh, Ruhe. Ja, die Patronenhülsen nehmen wir mit. Grapsch. Denn der Gute hatte uns die Patronenhülsen aus unserer Knarre entwendet. Und ja, jetzt haben wir wieder Magazin zum Schießen. Hier raus geht leider noch nicht. Genau deswegen. Sieht stabil aus, das Schlösschen. Das Schlösschen. Nicht mehr lange. Ein Schuss hätte es zwar getan, aber naja. So, und dann haben wir nämlich auch das Geheimnis um diese Tür gelüftet. Das Restaurant ist somit auch erledigt. Das heißt, wir können hier weg. Und wollen jetzt nochmal zurück. Was das hier mit diesem Restaurant und mit dem Geheimgang da soll, ich habe keine Ahnung. Aber, naja. So, hier können wir jetzt durch diese Tür. Na komm schon. So, ach, da liegt ja schon die Kurbel.
Das ist ja cool, dass wir die schon nehmen können. Die brauchen wir nämlich gleich. Denn die gehört zu diesem LKW. Ein alter LKW wird noch mit Hilfe einer Kurbel gezündet. Genau. Scheint der Eingang ins Lager zu sein. Hier stehen lauter Fässer. Fässer. Eine alte leere Transportkiste. Genau, und die beladen da hinten den Wagen. Wir sind hier in der Schnapsbrennerei. Gehen hier mal rein. Ja, da beladen sie gerade. Hier. Was sehen meine entzückten Augen? Eine Whiskyflasche. Ja, da schlägt sein Herr Sir. Wenn wir das allerdings nehmen wollen. Suchst du irgendwas? Genau, muss er erstmal da wieder hingehen. Sind Sie der Boss hier? Ja, worum geht's denn? Ich brauche eine Flasche Whisky. Da bist du hier völlig falsch. Hier ist kein Lebensmittelladen, sondern eine Schnapsbrennerei. Genau, Schnapsbrennerei. Jack Daniels. Gut, hier können wir nichts mehr tun. Das heißt, wir müssen die beiden Herrschaften ablenken. Und das wir eben mit gefundener Kurbel. Damit starten wir nämlich jetzt einfach den LKW. Joe ist wieder da. Gut, machen wir Schluss für heute. Ich gehe vorne raus. Morgen müssen wir die Lieferung für Edna und Söhne vorbereiten. Und sei morgen zeitig da. Bin ich, Boss. Genau, das heißt, die Herrschaften sind weg und wir können uns jetzt den Whisky holen. Na komm schon, nimm ihn. Ah. Das war's, wir können wieder hier raus. Und somit ist das Geheimnis um die Fabrik auch gelöst. Wir haben jetzt hier... Ja, mit dem haben wir uns schon unterhalten. Da brauchen wir eigentlich nicht mehr viel. Hier gibt es auch nichts mehr Großartiges, was wir hier machen können. Das heißt, uns bleibt jetzt nichts anderes übrig, als wieder zurück nach Franks Werkstatt oder Frankie Boys Werkstatt zurückzugehen, der inzwischen unseren Wagen repariert hat. Da steht er, unser Zeppelin. Zeppelin. Allerdings... Ich habe keine Schlüssel. Genau, also gehen wir rein und fragen ihn. Dummerweise weiß er es selber nicht. Jedenfalls nicht auf Anhieb. Ach, Sie sind's. Sie wollen den Wagen abholen, nehme ich an. Nein, ich hätte gerne einen Elefant gemietet. Ich hoffe, der Wagen ist schon fertig. Eigentlich sollte noch poliert werden, aber sieht auch so gut aus. Also, nur einsteigen und losfahren. Und in der Woche wiederkommen, dann muss der Vergaser nachgestellt werden. Ich bin dann sicher wieder da. Sonst alles in bester Ordnung, übrigens. Da steckt ein nettes Maschinchen drin. Tja, das weiß ich doch selber. Nur wir brauchen immer noch den Schlüssel. Und um an den zu kommen... Ja, hilft der Whisky. Cookie! Die Schlüssel sind im Handschuhfach. Sie haben tatsächlich meinen Lieblingswhisky gewählt. Das freut mich. Ich komme dann nächste Woche wegen dem Vergaser wieder. Bis nächste Woche dann. Genau, einmal mit dem Whisky gezaubert und schon stehen uns Tür und Angel auf. So, auf geht's dann mit unserem Zeppelin. So, und wir erinnern uns ja, dass der gute Don Scarletti in den Hafen wollte. Deswegen folgen wir ihm in den Hafen. Allerdings möchte ich vorher nochmal schauen, ob Elizabeth in unserer Wohnung jetzt tatsächlich ist. Das hatte ich damals nie gemacht. Aber jetzt möchte ich da mal nachschauen. Ah ja, trautes Heim, Glück allein.
Und? Keine Zeit dafür. Ich habe mich bereits frisch gemacht. Ah, Sally. Also, Elizabeth ist nicht da. Schade. Hallo. Jack? Willst du... Hallo? Das... Ach so. So, komm, steig ein. Warum sackt meine FPS-Zahl jetzt so in den Keller? Güte, so wie der mit dem Wagen fährt. Ah, jetzt hier wieder Sally wegradieren. Wegradieren, wegradieren, wegradieren. So, und in den Hafen. Ja, und dann ist auch die Zeit erreicht, dass man Schluss machen kann. Dann habe ich wieder einiges zum Hochladen für euch. Und ich finde, wir haben wieder einiges geschafft. Nachher ist dann DSDS-Time für mich. Und ich denke nicht, dass wir uns heute Abend dann nochmal wieder sehen oder hören für mehr. Aber dann geht's ja morgen weiter. Und morgen ist ja dann auch schon Ostern und wir haben unser Gewinnspiel. So, hier haben wir jetzt erstmal noch hier dieses Glasstück. Ja, Müllmann Orlando. Und dann gehen wir mal da hinten gucken. So, hier vorne haben wir noch eine 5-Cent-Münze, die wir nehmen können. Ja, und dann haben wir eigentlich soweit hier alles. Verschlossen. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass ich mal einen Blick auf das Hafengelände riskieren sollte. Ja, allerdings, auch mit unserer Knarre kommen wir da nicht weiter. Das würde zu viel Krach machen. Ich muss es anders versuchen. Genau. Freunde, und wie das geht, das zeige ich euch im nächsten Teil. Die Zeit ist nämlich jetzt erreicht. Wir haben hier vorne noch ein Bloody Shark. Das ist eine Bar. Da gehen wir noch rein. Ja, und dann mache ich Feierabend. Also, Freunde. Oh, das sieht lecker aus. Seid gespannt, wie es weitergeht mit Jack Orlando. Bis dahin, NRW 18, adieu.